der Weg zum barmherzigen Bruder, der ich jetzt eben auch bin, es war eher ein längerer Weg. Also ich habe als Krankenpfleger einige Jahre eben in der Krankenpflege gearbeitet und querbeet durch Deutschland in den verschiedenen Krankenhäusern eben auf verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Und irgendwann kam für mich so die Frage, war es das eigentlich? Gibt es irgendwie noch was anderes in meinem Leben? Was ist eigentlich ja, der Sinn in meinem Leben? Zu der Zeit hatte ich relativ wenig, sage ich mal, mit Gott zu tun. In der Zeit war auch nicht wirklich ein enger Kontakt zur Kirche. Und dennoch habe ich gemerkt, in dem, was ich gearbeitet habe als Krankenpfleger, da ist noch eine Sehnsucht da, eine Sehnsucht nach was Unerfülltem. Ich hätte es aber gar nicht beschreiben können, was denn die Sehnsucht konkret eben auch ist. Ich habe gemerkt, dass diese Sehnsucht, dieses Unerfüllte, weder in der Partnerschaft noch eben auch in meinem Single-Dasein erfüllt wird. Und hätte in keinster Weise zu dem Zeitpunkt damals sagen können, das hat was mit Gott zu tun. Es kam dann irgendwann dazu, dass ich einen Priester kennengelernt hatte, mit dem ich all diese Fragen eben auch mal besprechen konnte. Es gab eben auch andere Freunde, eine Freundin, mit der ich genau diese Fragen, diese Sehnsucht auch ins Wort bringen konnte. Und mit der Zeit war dann eben klar, diese Sehnsucht hat vielleicht tatsächlich was mit Gott zu tun. So kam es auch dazu, dass ich wieder einen Zugang zur Kirche gefunden habe, dass die Gottesdienstform, die es eben damals gab, dass sie mich angesprochen hatten, wo ich gemerkt habe, ja, ein Stück weit werde ich da ruhiger dabei, wird die Sehnsucht, von der ich eben gesprochen habe, wird ein Stück weit eben auch gestillt. Und dennoch habe ich gemerkt, es braucht noch was anderes. Es braucht auch eine konkrete Lebensform, wo ich genau diese Sehnsucht ein Stück weit noch mehr stillen kann. Mein erster Kontakt war, ich war begeistert, ich war fasziniert von dem, wie die Brüder hier gelebt haben, wie sie Leben miteinander geteilt haben, wie sie Glauben miteinander geteilt haben. Und dennoch hatte ich so den Eindruck, ist wahrscheinlich doch nichts für mich, da bin ich nicht fromm genug. Und so langsam habe ich auch gemerkt, genau in dieser Lebensform wird ein Stück weit mehr von dieser Sehnsucht eben auch erfüllt und gestillt. Und ich habe gemerkt, ich werde ruhiger, ich werde, ja, gelassener und hatte dann eben immer mehr damit geliebäugelt, sage ich mal, das Ordensleben noch intensiver, noch enger eben kennenzulernen. Es gab sicherlich in der Ordensgemeinschaft konkret den einen oder anderen Mitbruder, der mich da geprägt hat, der auch sehr eng in der Ordensausbildung, sage ich mal, mich da begleitet hat. Es gab aber auch außerhalb des Klosters eine gute Freundin von mir, die mich da immer wieder auch, die ansprechbar für mich jederzeit war, die mich da sicherlich auch auf dem Weg in die Gemeinschaft und auch innerhalb der Gemeinschaft begleitet hat. Und ganz bestimmt ist eben die geistliche Begleitung, die wir als Ordensbrüder eben auch haben, mit einem externen Begleiter, war für mich sicherlich auch ganz wichtig, um da ein Stück weit Sicherheit für meinen Weg auch zu bekommen. Da ist Gott was Wesentliches. Ich habe gemerkt, wenn ich mein Leben auf Gott hin ausrichte, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Zufriedenheit, da wird Sehnsucht gestillt. Ich habe gemerkt eben bei dieser Entscheidung, dass Gott im Vergleich zu meiner Zeit vor dem Ordenseintritt, ja, dass Gott für mich ein Mittelpunkt, der Mittelpunkt meines Lebens ist, dass Gott ja Kraft und Lebensquelle eben auch ist. Für mich ist es ganz klar Berufung, weil ich schon, wenn ich da drauf gucke, wie bin ich in die Ordensgemeinschaft gekommen? Da gab es eben eine Zeit, wo ich mit Glauben, mit Gott kaum was anfangen konnte, wo ich viel in Frage gestellt habe.
Und deshalb glaube ich, es ist Berufung. Gott hat da nicht locker gelassen. Gott ist da immer wieder, wenn ich sicherlich auch nicht wirklich immer gehört, gespürt habe, aber Gott hat nicht locker gelassen. In der Ordensgemeinschaft, hier bin ich zum einen in der Ordensleitung als Generalassistent. Wir sind insgesamt 5 Brüder, die den Generaloberen unterstützen in seiner Leitung der Ordensgemeinschaft. Hier habe ich einen Bereich der Berufungspastoral, wo ich zuständig bin. Das heißt, wenn sich Menschen, vor allem Männer eben, sich an uns wenden mit unterschiedlichen Fragen, entweder mit der Frage, was macht Sinn in meinem Leben, was ist der Sinn meines Lebens, bis hin zu der Frage, ist vielleicht Ordensleben eben auch der Weg, die Lebensform, die für den Fragenden eben auch in Frage kommen kann. Da bin ich Ansprechpartner, da bin ich derjenige, der diese Menschen eben begleitet auf ihrem Weg, der Rede und Antwort steht. Und seit Sommer diesen Jahres habe ich eben auch die Verantwortung in der Ordensausbildung. Das heißt, wenn sich ein Mann entscheidet, sich in der Nachfolge Christi, in der Nachfolge unseres Ordensgründers auf den Weg zu machen, konkret in unserer Gemeinschaft, dann bin ich für die Ordensausbildung dieses Menschen, dieses Mannes eben auch zuständig. Dann gibt es noch weitere Aufgaben, sei es im Aufsichtsrat unserer Trägerorganisation oder eben auch, wir haben eine Stiftung, Brüderstiftung Peter Friedhofen, wo ich den Vorsitz des Vorstandes habe. Diese Stiftung ist im Bereich, ja, Menschen in der Armut zu unterstützen. Und da unterstützen wir unterschiedliche Projekte, aber auch Menschen, die konkret in eine Armut geraten sind, können bei uns ja Unterstützung erfahren. Das ist so, ja, sind die Schwerpunkte meiner Aufgaben. Ja, Zweifel gibt's auf der einen Seite im beruflichen Kontext, wenn ich natürlich merke, meine Ideen, meine Gedanken, die ich so habe, die werden nicht gleich von heute auf morgen umgesetzt in den Einrichtungen. Das, ja, macht mich manchmal ein bisschen traurig. Das macht mich manchmal eben aber auch ein bisschen oder zeigt mir eben, dass ich da nicht unbedingt immer der geduldige Mensch bin. Aber Zweifel jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sagen würde, meine Arbeit ist falsch oder schlecht. Es gibt sicherlich in meinem Ordensleben oder gab es immer wieder auch Zweifel. Ist es die richtige Entscheidung? Ist es der richtige Lebensweg? Ist es der Weg, der wirklich Sinn macht in meinem Leben? Und wenn diese Zweifel da sind, dann ist es für mich auf der einen Seite immer wichtig, diese Zweifel auch ins Gebet zu nehmen, wirklich Gott diese Zweifel auch hinzuhalten. Gleichermaßen ist es aber auch wichtig für mich, immer wieder mit Freunden, mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, oder auch Mitbrüder, diese Zweifel ins Gespräch zu bringen. Und nicht zuletzt ist es für mich auch immer hilfreich, wenn ich genau diese Zweifel in meiner geistlichen Begleitung eben auch ansprechen und thematisieren kann. Manchmal heißt es aushalten, einfach nur aushalten und darauf zu vertrauen, Gott ist mit mir auf diesem Weg. In der Situation ist es nicht immer leicht. Aber da erinnere ich mich immer wieder daran, dass es genau in solchen Tiefs, in solchen schwierigen Situationen in der Vergangenheit immer wieder Momente gab, wo entweder Menschen mir ja, den einen oder anderen Hinweis gaben oder eben auch mit mir einfach gegangen sind in oder auf diesem Weg. Und dieses Vertrauen, was ganz tief in mir verwurzelt, verankert ist, Gott ist mit mir auf diesem Weg. Auch wenn das kantig ist, wenn das holprig ist, wenn das eckig ist. Und dieses Vertrauen ist da. Eine Kirche, die offen ist, die sympathisch ist, die Ausstrahlung hat. Die Kirche, die sehr präsent ist in unserer Gesellschaft, die ein
wichtigen Punkten, wichtigen Stellenwert hat. Die Kirche, die aus Menschen besteht, die begeistert und aber auch begeisternd sind, die ja, den Menschen zeigen, wie toll das ist, in der Kirche zu sein, in der Kirche zu leben, in der Kirche engagiert zu sein. Die zeigen eben, dass Kirche Lebensquelle und Kraftquelle sein kann.